Hallo und willkommen zurück zu Civilization 6. Ich bin mit den Australiern unterwegs. Die Expansion ist noch nicht released, aber ich werde hier schon mal ein bisschen wieder spielen. Ob ich die Expansion dann spielen werde, direkt zu Release, weiß ich noch nicht. Muss ich dann schauen. Ja, das auf jeden Fall. Ich brauche Enlightenment, wenn ich noch eine Chance haben will auf den Sieg, denn der Mazedonier, der taggt mir doch ziemlich fies weg. Machen wir hier. Ja. Das ist ja sehr schön, dass sie da Kommentare zu haben, aber irgendwie. So, der. Zwei, drei. Das hier ist noch ein Hügel, der bei mir liegt. Ja. Der Artist. Great Work Type. Keine Ahnung, wo der denn. Apanda und Oxford Writing. Also gut, Apandra. In Canberra. Da ist er doch. Achso, hier. Verstehe. Ja, dann machen wir. Und was kann das jetzt? Wahnsinn. Okay. So, der. Hier ist nichts mehr. Naja, dann läuft er mal da oben hin. Was ja hier sehr sinnvoll wäre. Naja, das macht so eigentlich auch nicht sinnvoll. Da würde ich halt die Culture Bomb bekommen, wenn ich da das Ding hinbaue. Dann bekomme ich halt den Ozean drumherum. Es macht jetzt nicht mehr Sinn, das zu kaufen. Geld! Ja, der kann jetzt leider nichts machen. Der muss auf den Barbaren warten. Plus 1 Production, plus 1 Food. Damit ist das Teil genauso gut wie das. Also kann er besser hier hin. Na, er würde halt Bonus davon bekommen. Aber der hat nur noch 2 Builds, also kann ich das besser andersrum machen. Ja, es war vielleicht nicht so optimal, weil er jetzt da oben diesen Schrott machen will. Nein, das ist besser. Die Krabben sind Müll. Müllkrabben! Das ist eigentlich auch noch besser als. Naja, 1 Produktion oder 5 Gold, aber ich habe sowieso genug Gold. Also, ja. Radio is the theater of the mind. Radio is the theater of the mind. Radio is the theater of the mind. Need more amenities. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt hier sehe. Minus 1. Das sollte aber ziemlich egal sein. Haben halt jetzt wenig Wachstum. Minus 5 Non-Food Yields. Das ist noch verhältnismäßig harmlos. Gut, die wächst halt nicht mehr. Aber ist schon okay. Da könnten wir noch ein Fischernetz machen.
Wahrscheinlich macht es mehr Sinn, das hier platt zu machen und da auch noch so ein Ding hinzupflanzen. Rocketry. Genau, und da müsste ich dann eigentlich schon mal hin, um die Earth Satellite, um den Spaceport zu bauen und einen Earth Satellite zu machen. Boost through Great Scientist or Spy. Ja gut, das kriege ich halt nicht. Ja, das ist gegessen. Das ist der. Noch einer? Ist derselbe? Kann er mehrfach machen? Apparently. Na gut. Der macht schon Science hier. Die sind noch alle Science-Gebäude am Bauen. Wenn ich da halt jetzt... Das würden die auch erst in 4 Runden fertig bekommen. Was macht der hier? Relation in all current tiles when built. Plus one housing in all cities. Das ist schon ziemlich fett. In all current tiles when built. Das sollte ich dann schon bauen. Aber das kann man halt immer sagen. Da habe ich keine Zeit für, das zu bauen, auch wenn das super ist. Ja, diese Boosts würde ich eigentlich haben wollen. Aber ich habe jetzt keine... Ja, 700 Face. Ja, das ist halt in ein paar Runden ist das durch. Wie viel ist das? 5 Runden? 50? 80? Ja, etwa in 5 Runden wahrscheinlich haben die das. Oder ich versuche denen das jetzt wegzuschnappen. Die bauen das in einer 4. Das mit 5 macht keinen Sinn. Das kriegen sie nicht bis dahin fertig. Dann werde ich das hier aber wahrscheinlich nach der Hälfte auch abbrechen. Weil das jetzt auch schneller nach vorne gehen dürfte. Er kann nur abwarten. Plus 3 Produktion ist schon fett. Ja, das hier wäre natürlich auch super. Was kann der eigentlich noch machen? Naja gut, wenn ich das dann bekommen sollte. Ja, ja, macht ihr mal. Eureka.
Weiß nicht, woher das... Achso, Power Plants war das, ja. Amenities. Da kann ich jetzt gerade nichts machen. Research Grants in 3. Auch in 3. Ja, ich hol auf. Ach, da unten, das habe ich verplant mitzunehmen. Aber das ist schon okay, der muss den Slinger kaputt machen. Ja, der kann nichts mehr machen. Seine Kunstwerke will niemand haben. Das kannst du vergessen. Du bekommst nichts von mir. Ach so, Aluminium. Habe ich jetzt eigentlich Aluminium bei mir im Gebiet gehabt? Kyoto is facing a siege. Ich glaube, Aluminium ist hier nicht. Und Öl sehe ich jetzt auch keins. Kann auch sein, dass ich das noch nicht erforscht habe. Slinger haut ab. Bams, 3 Produktionen mehr. Nimm dies. Great Engineer. This city provides one appeal to any tiles it owns. Was ein Unsinn, aber muss ich nehmen. Jetzt müsste ich ja eigentlich gucken, wo ich die meisten Districts auf Charming hochsetzen kann. Average. 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 Breathtaking. Uninviting. Ja, das nutzt, glaube ich, alles. Na, diesen Average. Was? Achso, Modern Road. Das hier ist... Average, das würde um 1 erhöht werden, aber 1 ist, glaube ich, immer noch Average, oder? Ja. Da hätte man also auch nichts von. Das hier ist Charming. Ich glaube, das macht so überhaupt keinen Unterschied, wo man das hinsetzt. Wenn es hochkommt, wird es irgendwo 1 bringen. Und auf Breathtaking kann man auch keins erhöhen. Dafür sind die dann doch zu niedrig. Breathtaking ist dann wahrscheinlich, ja, 5 und 6. Nee, Breathtaking ist auch 4. Wieso das ja Breathtaking hat? Dann würde das da am meisten Sinn machen, weil der mit dem Breathtaking den nächsten Bonus bekommen würde.
Ach, den kann ich direkt umpositionieren. Okay, ja, der muss warten, bis die Stadt sich ausbreitet. Naja, dann halt dahin, ist aber auch okay. Ich habe vergessen, meine Forschung abzubrechen. Ja, von denen habe ich ja eigentlich nichts. Und von Nita habe ich auch nichts. Das Geld kann ich, denke ich, brauchen. Na, dann geht's nicht mehr so gut, aber dann gehen wir halt in die Stadt. Nicht, dass das da einen Unterschied machen würde. Ja, zwei. Jetzt gucken wir mal nach dem Scientist. Die habe ich überholt. Und den sollte ich jetzt auf normalem Weg bekommen. Naja, wenn ich jetzt da weiter das hier produziere, das wird nächste Runde fertig bei denen, dann schieße ich direkt auf den nächsten zu. Die können da jetzt auf jeden Fall... Ach, der hatte sowieso ja nichts zu machen, zu tun. Der kann direkt den nächsten Campus Research machen. Das Rocketry, das sind halt zwei Runden... Dann forsche ich das fertig, dann kriege ich halt was anderes geboostet. Ist auch okay. Ja. Dann kann ich nämlich dieses Dings da auf jeden Fall anfangen zu bauen. So, die... Das Arsenal, das war Unsinn. Das wird halt nichts mehr werden. 9 von 12 Housing Capacity... Ja, eigentlich. Die könnten das hier vielleicht noch bauen. Das würde sich, denke ich, lohnen mit den Zweien. So, und jetzt können wir mal gucken. Campus 7 Science. Und jetzt... 9 Science. Ja. Ist okay, aber viel mehr hätte man da jetzt wahrscheinlich auch nicht rausholen können. Der ist wieder... Achso, durch die Promotion ist der wieder voll geworden. Ja, gut. Der kann jetzt hier auch noch abwarten gerade. Der geht schon mal hoch zum Nieter. Zum Eisen. Und der geht schon mal runter. So. Kyoto. Need more amenities. Need more housing. Need more housing. Claim great person. Der andere hat sich das weggeschnappt. Scheiße. Hätte ich doch kaufen sollen, weil der hier ist jetzt Rotze.
In this city, artifacts in all your cities generate 300% in normal tourism. Ich habe hier gar keine Artefakte. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Den aber zu passen macht auch keinen Sinn. Weil ich jetzt so schnell diese Scheiße generiere. Naja, toll. Ich habe ja noch nicht mal Theater Square. Ja, der kann jetzt da einfach für immer schlafen. Das ist natürlich ziemlich dumm. Each Rainforest Tile or adjacent. Das ist auch Quatsch. Aber den werde ich wahrscheinlich dann auch bekommen. Ja, den einen hätte ich mir kaufen sollen. Verdammter Mist. Ach so, ne, der konnte noch. All current cities when built, housing in all cities. In 9 Runden. Naja, die sind ja noch Campus am Bauen, das passt schon. Da unten. Die bauen den Research Lab weiter. Research Lab. Und da muss nachher wer hier Spaceport und Gedöns bauen. So, kaputt. Und jetzt muss der unten das noch holen. So, damit hätten wir wieder ein bisschen mehr Amenities. Ne, natürlich gerade so außerhalb der Perlen gesiedelt. War vielleicht nicht so gut. Auf der rechten Seite hätte ich die bekommen. Na, dann stellen wir da hin. Atomic, da sind die anderen aber. Rocket science has been mythologized all out of the four characteristics of humanism are curiosity. Yeah. Der müsste da jetzt einen Spaceport bauen. Dauert aber auch schon 15 Runden. Den bauen wir. Denke ich einfach hier hin, weil er das Teil am nutzlosesten ist. Oder dahin. Ah, machen wir dahin. Aber 15 Runden ist schon eine Ausnummer. Ja, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit dem Spion aussah. Sollte ich da jetzt nicht irgendwo einen haben? Offer Trade. Nevermind. Ach, den müsste ich bauen. Ja, okay. Enlightenment wollen wir haben. Und
Ja, könnten wir machen. Vielleicht den zum Spionieren zu den Mazedoniern, um da Sachen zu klauen. Naja, der ist jetzt noch weiter am Konkern. Der ist wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Spaceport, 25 Runden. Der hat 50 Produktion. Der hat 54 Produktion. 56, 40, wir haben 80. Das erbringt halt auch ein Haus, aber das ist viel zu lang für das. Ja, wir könnten einen Entertainment-Komplex bauen. Aber da hatte ich doch mit dem hier das gebaut, oder? Ja, und der doch den Quatsch da drin. Das hatte die drei, glaube ich, eingefasst. Die hier oben bräuchten einen separaten. Wenn er damit fertig ist. Aber hier macht das keinen Sinn. Das wäre vielleicht auch cool, so eine Anzeige, wo man halt auf einen Blick sehen könnte, wo die Entertainment-Dinger sind. Aber man konnte doch auch... Konnte man nicht Notizen setzen? Ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass man... Add Pin? Genau. Dann könnte man jetzt sagen, hier ist Entertainment. End. Ja. Naja, gut. Dann... Ja, entweder sorgen die dafür, dass wir forschen können. Oder entweder machen die selber Forschung. Oder... Wachstum brauchen die da jetzt eigentlich nicht mehr. Von daher könnte man das eigentlich schon so machen. Die bräuchten mehr Housing, um wachsen zu können, und damit kann ich nicht dienen. Ich kann auch keine Neighborhood bauen. Eigentlich müsste ich hier irgendein District bauen für mehr Bewohner. Die sollten wahrscheinlich auch einen Spaceport bauen, damit die dann auch diese Dinger bauen können. Dafür muss ich aber jetzt irgendwas zerstören. Und damit würde ich die anderen aber auch schädigen. Naja, damit würde ich nur den schädigen und da ist sonst nichts drauf. Ja, wollen wir dann Spaceport? Und wachsen brauchen die nicht. Die wachsen immer noch. Bei 11 Runden. Die 7 ist falsch. Oh, die haben da jetzt auch eine Stadt gebaut. Wir sind in Industrial angekommen. Ah, Wahnsinn.
Factory. Ne, die sollten auch eigentlich einen Spaceport bauen. Wobei die sowieso nacheinander, glaube ich, gemacht werden müssen. Moon Landing, Mars Colony, Habitation, Mars Colony, Hydroponics und Mars Colony Reactor. Ne, die letzten drei. Die letzten drei werden parallel gebaut. Das heißt, der müsste noch ein Entertainment-Ding dahin bauen. Die könnten natürlich hier unten einen Spaceport hinflanschen. Oder ich gehe halt hier auch auf weiter auf Research und machen das so. Habe ich da einen Spaceport und dann werde ich... Die steigen aber jetzt schon nicht. Und die steigen weiter. Dann bauen die einen Spaceport und zwar hier unten hin. Jawohl. Mhm. Workshop. 9 Runden. Naja. Der darf weiter abwarten, bis die sich wieder ausbreiten, was 7 Runden dauert. Okay. 1. To err is human, but to really foul things up, you need a computer. Additional spy. Ja, den war ich ja jetzt auch am Bauen. Computers. Robotics. Launch. Mars Habitation. Das brauchen wir auch. Das bringt plus 1 Produktion für Pastures, die ich aber auch fast nicht habe. Also das hier brauchen wir. Das hier ist Quatsch. Das hier brauchen wir noch. Nanotechnology. Da müssen wir von ganz hinten anfangen. Bombards. Wenn wir allerdings das hier haben, Earth Satellite, dann müssen wir als nächstes Moon Landing machen. Das ist das hier. Dann nehmen wir das jetzt zuerst. Aircraft. Build 3 B-Planes. Na okay, das kriegt der andere. Und dann sind wir aber schon mal wieder beim nächsten dran. Das scheint ja auch fix zu gehen. Aber der andere hatte auf jeden Fall schon einen Spaceport. Ja, Entertainment-Komplex muss man hier bauen. Hilft nix. Mhm. Abwarten. Oha. Okay. Nehmen wir mit. Boost to Chemistry. Mhm. A Reckon Unit. Na, super. Dann mache ich jetzt bei dem auch.
Den haben wir. Ja, der geht jetzt nach... Ist das seine Hauptstadt? Oder sehe ich die Hauptstadt? Ah, Pella ist die Hauptstadt. Pella, dann... Da hat er das, einen Spaceport. Der hat nur einen Spaceport, das ist aber auch gut zu wissen. Dann gehen wir dahin. Disable the Spaceport in the city. Spice will operate two levels higher for 24 turns. Ja, erstmal müssen wir den da hinschicken. Vielleicht können wir den da ein bisschen ausschalten. Wobei die Forschung natürlich weiterläuft. Aber wenn er nur einen Spaceport hat, dann ist das natürlich ein bisschen Nadelöhr. Shipyard ist ein Citizen Slot. Ja, Production 3. Da macht das zusätzliche Spaceport keinen Sinn mehr, denke ich. Bonus Production equal to the adjacent gold bonus of its district. Aha. Na, das wird wahrscheinlich nichts sein. Die könnten die Sewers bauen, damit die weiter wachsen können, aber die brauchen jetzt schon 9 Runden. Das wird sich also auch nicht mehr großartig auswirken. Die können einfach auf Campus gehen. Und auch in der Stadt. Das ja mache ich mal auf. Ja. Die wachsen nicht mehr. Wie viel ist das? 5, also 6 total. Null Runden bis Growth. Ja, also die wachsen nicht mehr. Das ist aber okay. Die sollen sowieso nicht mehr wachsen, weil ich keine Amenities mehr habe. Ja. So, Trader. Der bleibt dabei. Da können wir noch nichts machen. Bim bim. City needs food. Wo steht denn, wie sehr die hungern? Mit null sollten sie einfach nichts machen. Eins, vier, eins. Na, ich fürchte, da muss ich den wieder runternehmen. Ja, da macht er plus 2, also eigentlich hätte der nicht hungern dürfen, da. Ja, dann halten wir das halt so, auch wenn das nicht so
super toll ist. Ja. Whatever is contrary to nature is contrary to re- Change Policies. Da haben wir jetzt das Signs from Campus District Buildings. Es ist natürlich scheiße, dass wir jetzt nur einen Slot dafür haben. Dutch. 271 Forschung. Reformed Church, da bekommt man zwei davon. If six cities follows your religion. Naja, das können wir uns halt in 7 Runden holen. Das wird wahrscheinlich dann auch so mit das letzte sein. Camp Improvements, Receive Production and Food. Okay, wusste ich gar nicht, dass es hier jetzt auch noch mit so drin ist. Ja, sollten wir uns natürlich auch noch holen, aber... ja, irgendwann mal. Wenn das Spiel nicht vorher zu Ende ist. Arena, Amenity from Entertainment. Jawohl. Der kann nur warten. Wir brauchen noch 10 Runden. Der kann da jetzt oder stellt sich in die Stadt rein. Sure, jets are fast and economical, but oh my, what fun we've lost and what leisure we've sacrificed in the race for efficiency. Sure, jets are fast. Need more amenities. -1. Das war der ne, genau, mit den Artefakten. Schlafen. Wie sieht's jetzt hier aus? Production towards Space Race Project Construction. Der ist beispielsweise ziemlich ordentlich. Und der auch. Das ist Engineer. 16 Punkte. Die könnten mir gut weiterhelfen. Dann machen wir hier, aber die haben das hier nicht. Ich will das aber... Ne, das macht hier eigentlich weniger Sinn. Ne, da oben wollte ich eigentlich Space Race 45. 50. 54. Dann macht der keinen Space Race danach. Dann machen die unten die drei das. Okay, und da oben die werden dann... Der mit den 9 muss auf jeden Fall weitermachen erstmal. Der hier kann eigentlich mal auf Industrial Zone Logistics, damit ich den dann auch bekomme. Den hier bekomme ich mit Sicherheit. Aber da muss ich erst noch die anderen einholen. Und wenn die das halt auch bauen, dann, ja. Da machen wir das hier.
Achso, mit der sowieso nicht. Ah, Treadrod Capacity. Da hätten wir wieder einen. Dann stecken wir den hier auch rein. So, die hatten das fertig. Naja, die haben jetzt 59 Produktionen, das ist schon eine Menge. Eigentlich sollten die, ja, sollten die da den Spaceport bauen. Die sind ja sowieso dann noch schneller fertig als die da. Und die wachsen, ne, die wachsen nicht mehr. Aber da kann ich noch Sachen hinbauen, dann können sie auch nochmal wachsen. Theoretisch. Die müssen aber erstmal einen Trader bauen. Mhm. Die können keinen gescheiten. Doch, da. Plus Vierer Campus. Das sind halt vier Forschung mehr. In 17 Runden würde das mir was bringen, aber ich denke, das macht Sinn. Sleep. Abwarten. Next turn. Aha, Siedler von Mazedonien. Hedro mit 11. Okay. Schwein. Need more housing. Da muss ich jetzt wieder gucken. To Woomba, to Sydney. Ach, das sind die hinten, diese Gammelstädte. Ja, das will ich eigentlich nicht. Canabera. Wo ist es denn? Kann nicht sortieren. Gilam Newcastle zu. Ach, die sind sowieso. Sind die einseitig oder sind die mehrseitig? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, machen wir das auf jeden Fall von da aus. Müsste ja eigentlich einseitig dann sein, wenn dann. Ja, die haben jetzt wieder. Können wieder was bauen. Die sollten jetzt den. Ach, die sind jetzt wieder auf 23 gerutscht. Weil das Overflow war beim letzten Mal. Das ist trotzdem noch eine Menge mehr. Ja, eigentlich bräuchten die halt Housing, aber da kann ich nichts machen. Eventuell könnten dem Commercial Hub Housing bekommen, das weiß ich jetzt nicht genau. Wir bauen jetzt hier einen Spaceport hin.
Ach, Moment. Bevor die das machen, machen sie einen Bilder und der kann da noch ein paar Sachen hinsetzen. Das ist Research gewesen. Dann machen wir noch eins. Mhm. Ja, kommen wir langsam ran. Dann machen wir den auch rüber hier hin. Und der darf jetzt seine letzte Ladung. Jawohl. Ja, das wäre das hier auch schon über Runden sinnvoller gewesen, aber das hier ist auch nur Geld. Ja gut, aber wenn die wachsen, dann nehmen sie das andere auch noch mit. Das passt schon. Das hier wäre auch Great Scientist oder Spy Boost gewesen. So, nach Geelong. Nach Adelaide. Nach Newcastle. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit den... Ob es da Handelsschiffe gab? Ich glaube nicht. Hatte keinen Unterschied gemacht. Das war Beyond Earth. Mhm. So, da könnten wir... Gehört das zu der Stadt da oben? Ja, und das auch. Da könnten wir eins Housing rausholen. Jetzt können die einen Spaceport bauen. Die brauchen den nicht weiterzumachen. Die machen hier dieses Industrial Dings. Die sind, ja, wunderbar. Die können die Factory bauen, wobei das ist schon fast dann Spielende. Naja. Das brauchen wir nicht mehr. A satellite has no conscience. Sabotaged, das heißt, das muss ich erstmal reparieren jetzt. Nee. Big Ben. Aha. Der ist anscheinend noch nicht mal was bei seinem Space-Dings da am Bauen. Machen wir das hier. Ja, das hat natürlich jetzt Vorrang, das Ding zu reparieren. Ist alles andere jetzt eigentlich. Der steht halt da jetzt eigentlich schon. Ja, dann machen wir das zuerst. Okay, das hätten wir. Und dann müsste man eigentlich nur noch
das hier erforschen und alles, was dahin führt. Ach so, und das hier. Mars Habitation, Mars Hydrophonics. Und wo ist das dritte Mars-Dingen? Ach, das ist da drin. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Na gut, die werde ich hier sowieso nicht mehr bekommen. Genau, dann kann man die eigentlich schon mal erforschen. Oder was hatte das gebracht? Production from Pastures. Globalization Civic. Dann machen wir das erstmal. Dann haben wir dann noch mal ein bisschen mehr Produktion. Auch, na, wenn das... Das ist ein Teil, wovon ich da mehr Produktion bekomme. Aber zur Globalization werde ich sowieso nicht mehr kommen. Von daher kann ich das auch jetzt erforschen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, 3 Spaceports zu bauen. The three great elements of modern civilization. Gunpowder, printing and the Protestant religion. Combat units with faith und faith purchases können halt 2 davon nehmen. Das dürfte insgesamt auf jeden Fall besser sein. Liberalism ist auch nicht schlecht, aber ich will das mit dem Production-Dings. Wenn ich es finden würde. Industrial Zone Adjacency, genau. So, was als nächstes? Da bekommen wir 2 Envoys. Da auch. 2 Science, Culture, Faith and Gold from each city stay. Das macht ja keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Bin da komplett outdated. Da wären Neighborhoods gewesen. Receive 50 gold per peel tile when replacing a farm with a neighborhood district. Ja, ist alles ziemlich nutzlos. Neighborhood ist natürlich nett für Housing. Aber eigentlich ist da jetzt alles, was ich noch machen kann, sinnlos. Weil ich zu weit hinten bin. Ja, und die ganzen Teils sowieso Quatsch sind. Das hatte ich ja damals schon mal im Review erwähnt, dass hier so viel Filler-Material drin ist. Plus 2 Trade Routes trägt man da direkt. Das ist nicht schlecht. Gut, die laufen direkt weiter dahin. What? Flup. Und da muss ich auch hier erstmal wieder einen Schnitt machen.
Beim nächsten Mal wird der Spaceport fertig. Und wir sind jetzt bei 47. Wir sind also zumindest fast Zweiter. Guck mal hier mal. Ja, Satellites researched, Moon Landing haben sie noch nicht. Und da haben sie natürlich jetzt auch noch nicht. Das auch nicht researched, ist ein bisschen seltsam. Vielleicht kann ich, wenn vor allem, wenn die nur einen Spaceport haben, dann kann ich die mit mehreren Spaceports halt auf jeden Fall abfangen, beziehungsweise hoffentlich stören. Also vielleicht habe ich da noch eine Chance. Gut, ja, dann schauen wir mal beim nächsten Mal weiter und ja, dann bis denne.